bauen mal hier unser kleines Dorf ein bisschen weiter aus. So. Hier kommt nochmal eine Holzfällerhütte mehr hin. Hier hinten können wir auch noch was tun. Und hier lassen wir das mal so, weil das Schwein hier auch am Abholzen ist. So. Lubbedi. Maulei. Und dann kommen jetzt hier unsere ersten Schwertkämpfer. Ja, ey, also wirklich. Immer dieses Rekrutenproblem. So. Aber das sieht doch hier eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Hier werden fleißig Steine mitgenommen. Hier packen wir auch noch mal was zwischen. Dann sollten wir das bald optimiert haben. Eine Nachricht vom Schwein. Warte nun, Julia. Mein Meister benötigt die folgenden Güter. Sofort. Du kannst mir langsam mal den Buckel runterrutschen. So, ein bisschen Holz haben wir noch. Geh weg. Eine Nachricht vom Schwein. Hier. Mein Meister benötigt Nimm Gold. Die folgenden Güter. Sofort. Damit machst mich glücklich, ja. Ach nee, was hat Eure das hat er bloß? Lass mich. Ich will das nicht. So, Käse hat er im Überfluss. Vorhin, pass mal auf, wir fragen jetzt mal, ob wir 10 Käse kriegen. Ich bin mal gespannt, ob er uns das gibt. Eine Nachricht vom Schwein. Mein Meister hat euch eure Vorräte geschickt. Okay, netter Typ. Dann sind wir auch mal so nett und schicken mal 25 Früchte. Eine Nachricht vom Sultan. Dann ist das nicht so eintönig. Den Wüstenwind in Richtung Heimat. Ach Mensch, der Sultan, ne? Der ist aber auch immer ein optimistischer Dude. So. Die Goldvorräte sind zu knapp. Sowas möchte ich hören. Ich meine, sowas möchte man vielleicht nicht hören, aber am Ende finde ich das gut. So, geht mal alle da hoch. So, er wandert immer noch ins finstere Tal. So. Das alles mal schön weg hier. Ihr habt nicht genügend Güter. So. Das sieht doch alles ganz gut aus. So, die kriegen wir auch noch hin. Und ganz ehrlich, dann machen wir hier bald den ersten weg, ne? Denn wir halten uns hier gar nicht lange auf an so einem Spirenzchen. Wow, ich höre Spirenzchen. So, wir können ja hier nochmal unsere Apfelplantage weiter ausbauen. Wenn wir hier schon mal so dabei sind. So. Dann wird er da hoffentlich auch nicht mehr so schnell abgeknallt. So, sieht auch schon mal ganz gefüllt aus. So, die Armbrüste sind hier auch schon am Start. Will er gerade echt das Schwein angreifen? Das ist ja unfassbar. So, machen die Muskelprotze die weg oder eher nicht so? Ah, die Balliste, die haut natürlich rein. Aber die trifft nicht, sehr gut. Ja, die machen die echt gut weg, ne? Dadurch, dass sie da auf die Bogenschützen gehen. Nicht zuerst auf die Schwertkämpfer. Passt das ganz gut. Ja, sowas möchte ich auch hören, ne? Ihr seid der größte Herrscher. Eine Nachricht vom Schwein. Mein Meister so, die Balliste hat am Ende doch gewonnen. Aber an sich, ne? So, hier kommen jetzt auch ein paar Leute zu Besuch. Die haben Bock, aber Gott sei Dank ist das Schwein hier gerade direkt vor der Tür. Da läuft das doch ganz gut. So, bisschen mal angekratzt hier vorne. Ey, ich möchte nicht, wollte gerade sagen, dass er die Mauer erreicht. Das würde mich ja sehr traurig machen. So. Vom Sultan. Ah, der Himmel war dem Sultan heute nicht gut gesonnen. Und er will einfach wieder 70 Steine. Hier, komm, nehm 25 Holz, werd glücklich damit. In die Schatzkammer sein. Ich habe meinen Stein gerade für mich verkauft, ja? Oh, ist das ein Typ? Maulei. So. Nehmen wir hier mal alles schön mit. So. Jetzt verkaufen wir wieder ein Stück. Unsere Bäcker geben alles. Weizen kommt nicht richtig hinterher, aber hey. So, aber wir müssen es hinkriegen, hier zwei zu platzieren, hoffe ich doch. Die Frage ist nur, wie erfolgreich das sein wird. Weil hier immer gleich geschossen wird. Aber gut, wir versuchen es einfach. Vielleicht klappt es ja irgendwann. So, hier passt auch nichts mehr. Das ist alles sehr knapp. Stellen wir einfach noch da hinten nochmal was hin. Hier vorne können wir rein theoretisch auch nochmal versuchen, was zu wuppen.
Ich glaube, da mache ich eher die Apfelplantage. Ach Mensch, Leute, jetzt macht die doch mal platt da. Ist ja unfassbar. So. Eine Nachricht vom Schwein. Mein Meister benötigt die folgenden Güter. Mann, so kann ich doch nichts platzieren. So, was will er denn schon wieder? Stein nehme ich an. Mann, ey, nimm doch das verkackte Stein. Ihr habt nicht genügend Güter. So. Ich wollte es nicht kaufen. So. Das sieht doch ganz gut aus. Maulei. Mehr brauchen wir. So, ich glaube, das reicht jetzt schon fast. Da können wir gleich mal auf Bogenschützen gehen. So. So weit, so gut. Er hat hier hinten auch nicht alles voll genutzt. Ganz ehrlich. Dann baue ich ihm das jetzt hier zu. Wer das hier nicht nutzt, wie er es kann, der... Dem ist nicht zu helfen. So. Haben wir hier noch irgendwo was? Ne, da haben wir noch Stein. Hier haben wir auch noch ganz viel. Riskieren wir hier hinten einfach mal. Ich packe mal gleich noch einen Brunnen daneben. So, sieht gut aus. So, dann würde ich sagen, nehmen wir die 55 Party People hier mal in die Ecke. Und dann gehen wir jetzt mal hier auf Pferdchen. So. Da haben wir schon mal ein, zwei Stück. So, mit dem Stein sieht hier eigentlich auch jetzt echt gut aus. Hier wird auch alles immer freier. Sehr schön. Dann brauchen wir vielleicht noch mal ein, zwei Häuschen. Und dann sieht das, glaube ich, ganz gut aus. So, jetzt können wir noch mal versuchen, hier ein paar Äpfel zu platzieren. Aber die wollen sich da partout auch wirklich nicht hinstellen. So. Ja gut, haben wir noch mal zwei mehr. So, das verkaufen wir mal schön. Da kommt schon wieder Holz rein. Kommt unsere Mühle hier nicht nach? Achso, wir hatten nicht... Ja gut, unsere Mühle kommt nach. Ich habe gerade einen Denkfehler gehabt. So, das ganze Stein weg. Blubbedi. So, unsere ganzen Pferdchen. Wie viel haben wir schon? 22. Können wir mal hier vorstellen. So, wen machen wir denn zuerst platt? Wer hat denn hier am wenigsten? Der Sultan Abdul. Also hier hinten. Ja komm, machen wir erst Abdul platt. Scheint wirklich mehr Sinn zu machen. Ich würde vorschlagen, wir warten dann nochmal, bis wir nochmal so 20 Pferdchen mehr haben. Dann kriegen wir das safe hin. Und dann sollte das funktionieren, hoffe ich doch. So, in der Zwischenzeit können wir uns ja mal hier ein paar mehr Bäcker gönnen. Fangen wir mal hier an, dann bleibt das da wenigstens automatisch offen. So. Ich glaube, das waren jetzt vielleicht ein bisschen viele, aber ich hoffe, mit den ganzen Weizenzeugs kriegen wir das hin. Ich bin einfach zuversichtlich. So. Das alles verkaufen. Ihr habt nicht genügend Güter. Kam da gerade nochmal was an? Ich weiß es nicht. So. Dann wieder mal Pferdchen, bitte. Wie sieht es denn eigentlich mit unserer Beliebtheit aus? Nicht so mega, weil ich habe gerade überlegt, die Steuern anzuziehen, damit wir einfach mehr Gold reinkriegen. Aber das scheint eher schwierig zu werden. So. Mensch, das kommt da hier am laufenden Band. Sehr schön. Wir werden überfallen. Der kommt denn jetzt schon wieder? So, wollen wir uns mal hier nicht zu sehr aussetzen. So, geht er wenigstens auf Abdul hier? Schweinchen, sag mal was. Wie sieht's denn da aus? Wir können auf jeden Fall schon mal hinwandern. Wenn er hier auch schon unterwegs ist, ne, dann lassen wir uns auch nicht bitten. So. So. Sehr gut. Das passt. Wie viel haben wir jetzt? 50. Ja, mein Gott, los geht's. Schon mal 10 mehr, als ich eigentlich wollte. So, er ist am Moven. So. Sieht doch ganz vielversprechend aus hier.
Ja gut, Saladin ist wirklich der mit den meisten Leuten, aber ich wette fast, der hat auch Fackelträger am Start. Weil so krass besetzt sieht er auch nicht aus. Wow, wie er einfach seine ganzen Muskelprotze abknallen lässt. Die armen Streitkolbenkämpfer. So, ein bisschen Reitsport. Let's go, meine lieben Freunde. So, mach die da mal ready. So, wieder da lang, wieder hier lang, wieder da rum. Eine Nachricht vom Sultan. Der glühende Himmel nähert sich der Festung des Sultans. Langsam aber sicher. So, warum kriegen wir die hier oben nicht weg? Ist ja unfassbar. So. Wo? Wow, die Balliste hat unser Ding kaputt gemacht. Ich bin ja... Wow, und Saladin. Ja. Das ist nur der Anfang vom Ende für euch, mein Freund. Läuft bei ihm. So. Ich hole mal ein paar neue Pferdchen gleich nach, wenn wir schon mal hier dabei sind. Wir benötigen so. Gold. Wow. Er kommt jetzt ja auch mit dem Mega-Angriff. Wir rücken mal hier noch einen Meter näher ran. Wow, da kamen auch schon die Schwertkämpfer auf uns zu. Okay. Okay. Wir gehen einfach mal auch noch ein Stück hier. Das Bild flackert auch schon wieder so komisch, ne? Ich habe irgendwas im Hintergrund offen. So. Hier sind die Schwertkämpfer am Kommen. Und nicht nur gelb, auch blau. Schau mal, einer guckt. Und diesmal haben wir keine starken Armbrüste am Start, die uns da unterstützen. Wir kommen einfach mal mit den Pferden hier hinten rum lang. Dann sehen wir da auf jeden Fall genug. So, da wird unser Steintransport eingeschränkt. So, ich muss mal nebenbei hier auf dem Laufenden bleiben. So. Haut mal rein da jetzt mit den Pfeilen, das wäre ganz toll. Dann bin ich gerade da. So. Immer schön rauf da. So. Sehr gut. Einmal hier rum. Ach ja. So ein Mehrfrontenkrieg ist auch immer nicht so leicht, ne? Da muss man immer auf der Hut sein. So. Ja, da sind gerade viele gute Männer von uns gegangen. So. Ja, wir stehen hier immer noch rum. Einmal putt machen, bitte. Ich glaube zwar, dass der Turm leichter wäre, aber ich habe Angst, wir werden sonst hier von irgendwo abgeknallt. Da habe ich auch nicht so Bock drauf. So. Kommen wir mal hier runter. Schau doch, dass die uns nicht noch nebenbei abwerfen. Aber die haben anscheinend eine andere Mission. So. Ich wollte gerade sagen, mach den mal platt da. So, was hat Abdul denn jetzt eigentlich noch hier an Verteidigung? 43 Leute. Die müssen wir mal dringend loswerden. Was hat er an Gold? Nüscht. Also haben wir da eigentlich eine ganz gute Chance. So. So weit, so schön. Sehr gut. Ach Mensch, Leute. Strengt euch doch mal hier allgemein ein bisschen an. Es dauert nämlich alles ganz schön lange. So. Da wurde jetzt auch unser Dingens weggemacht. Ist ein bisschen traurig. Aber war. So. Eine Nachricht vom Sultan. Ihr lieben Zweige trauern über die. Alter, wie schnell geht denn das mit dem Feuer kaputt? Ist ja unfassbar. Wackelig wie ein Kartenhaus. So, geh mal weg, Feuerchen. So. Ich würde hier gerne, ja, wollte gerade sagen, einfach dann das hier hinbappen. Und dann platzieren wir einfach hier hinten nochmal ein bisschen mehr hin. So. Ach, einfach rauf, da ist mir jetzt egal. So, da kommen die auch schon wieder von der Seite. Ist ja unglaublich.
Mach die mal platt. So, da auch. So, jetzt den da bitte. Nee, ihn. So, einfach hier hoch. Lasst euch davon nicht irritieren. Wow, wo kommen denn gerade die Steine her? Ah, okay, wir sind in Reichweite. Hey, yo, Hornspeicherauftrag. Entschuldige. Nachricht vom Sultan. Alle müssen den Schlaf der Alten schlafen. So auch der arme Sultan. So. Schnell mal aus der Reichweite da. Nachricht vom Schwein. Mein Meister gratuliert euch so. Macht die platt. Rauf da mit Gebrüll. Weg damit. Sehr gut. So, haben wir doch ganz gut hingekriegt. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder ein Stück nach unten. Gehen wir mal zum Schwein rüber. Und stellen uns mal mit hier vor. So, dann haben wir den ersten schon mal weg. Das gefällt mir an der Stelle schon mal sehr, sehr gut. Und freut mich. Ich hoffe dann auf jeden Fall, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Dass wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wiedersehen. Und ja, dann macht's gut, macht's besser und bis dann.